Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Hallo und herzlich willkommen zum 6. Dinner in Weiß 2018, ja hier heute live von der Dreckburg in Salzkotten. Ja, um ganz ehrlich zu sein, es gibt ja so Veranstaltungen im Jahr, die mag man ein bisschen mehr als andere. Und das Dinner in Weiß ist absolut einer meiner Top-Veranstaltungen im Jahreskalender. Nirgendwo anders sieht man so viele lustige, nette Menschen auf einem Haufen zusammen, die an einem herrlichen Sommerabend jede Menge Spaß haben. Bevor ich mich jetzt aber unter die dinierenden Leute mische, verrate ich Ihnen noch einmal ganz kurz, was es mit dem Dinner in Weiß eigentlich auf sich hat. Mats ab! Das Dinner in Weiß hat seinen Ursprung im Sommer 1988 in Paris und firmiert dort unter dem Titel Dîner en Blanc. Der Legende nach soll der Franzose François Pasquier seine überfüllte private Gartenparty spontan in einen nahegelegenen Park verlegt haben. In der Folge verabredete man sich jeden Juni zu einem gemeinsamen, polizeilich nicht angemeldeten Picknick an einem öffentlichen, aber bis zuletzt geheim gehaltenen Ort in Paris. Verpflichtend ist für alle Teilnehmer vollständig weiße Kleidung von Kopf bis Fuß. Jeder bringt etwas zu essen mit, sowie Tische und Stühle, die dann zu einer langen Tafel werden. Von Frankreich schwappte die Idee über das Städtepartnerschaftskomitee bis nach Salzkotten. Annette Stracke gilt in Salzkotten als die Mutter des Dinner in Weiß, denn sie hat vom Dinner in Weiß Konzept in Frankreich gelesen, hat die Idee nach Deutschland gebracht und jetzt kommt der Knaller, Annette. Mit unseren Freunden aus Belleville. Ja, den Freunden aus Belleville, die letztes Jahr bei uns waren, hat es so gut gefallen, dass sie gesagt haben, das ist ja was Wunderbares, das möchten wir gerne bei uns machen. Und dann haben wir sie erstmal aufgeklärt und haben gesagt, ja, das ist was wunderbar Französisches. Und dann haben sie uns groß angeguckt und haben gesagt, was, Französisch? Dann haben wir die Verpflichtung, das zu übernehmen und sie haben das dieses Jahr selber organisiert. Sie haben schon die Tische verkauft und am 25. August wird es stattfinden in Belleville. Der Ort ist noch geheim. Und wir haben gesagt, wenn die das machen, auch mit der gleichen Musik wie im letzten Jahr bei uns, mit der Philharmonie Belleville, dann möchten wir da hin und möchten uns das ansehen und möchten ihnen durch unser Kommen signalisieren, dass wir das ganz toll finden, dass sie das jetzt auch machen. Richtig, und wie ich dich kenne, wirst du auch was zu essen mitbringen und ich glaube, du hast auch schon eine Idee, wie man den Abend noch versüßen kann. Ja, wir haben uns überlegt, wir müssen so ein bisschen proben, man will ja auch dann gut dastehen und wir haben gesagt, dann machen wir mal das Experiment und backen heute die französischen Madeleines schon in Salzkotten und ja, wir haben gerade was bereit. Ich denke, die sind so geworden, dass man sie durchaus probieren kann. Was ein Zufall. Genau, so ist das. Wenn es abgesprochen wäre. Und ich denke, auf das Dîner en Blanc in Belleville und in Salzkotten. Cessa. Ja. Biolec würde jetzt Très français. Très bien. Oui. Bien sûr. Die Organisation des Events liegt seit der Etablierung der Veranstaltung in den Händen der Stadt Salzkotten. Bis kurz vor Beginn des Dinners wird der Veranstaltungsort geheim gehalten. Jedes Mal geht im Vorfeld das wilde Rätselraten los. Wo wird das Dinner wohl in diesem Jahr stattfinden? Ich stehe jetzt neben den beiden Organisatorinnen der Stadt Salzkotten, Moni Werner zu meiner Linken und Miriam Ahrens zu meiner Rechten. Sie sind hauptverantwortlich für das Dinner in Weiß. Moni, Werner, mit Ihnen habe ich ja ein kleines Hühnchen zu rupfen, denn ich und ganz viele Salzkotten haben eine Wette verloren. Wir haben gewettet, dass das 6. Dinner in Weiß im Franz-Kleine-Park stattfindet, weil der nämlich in diesem Jahr renoviert wurde und noch nicht richtig eingeweiht wurde. Deswegen haben wir alle gedacht, meine Freundin und ich, dass wir heute Abend im Franz-Kleine-Park feiern. Warum nicht? Weil Salzkotten Marketing immer für eine Überraschung gut ist. Ist doch klar. Wir wollen das ja geheim halten und wollen auch, dass man nicht sofort weiß, wo wir hingehen. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir mal garantiert nicht. Dann vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Mal schauen, sagt sie. Ja, Miriam Ahrens, vor 4 Wochen hätte das Dinner in Weiß ja schon einmal stattfinden sollen. Leider durch ein Gewitter mussten Sie es absagen. Richtige Entscheidung, würde ich sagen, oder? Ja, also die Entscheidung ist uns damals echt schwer gefallen, weil man freut sich natürlich drauf. Wir haben 200 Tische verkauft, 2000 Leute, die gerne den Abend miteinander verbringen wollen. Von daher war das schon eine schwierige Entscheidung, aber das Wetterrisiko war einfach zu groß. Und ja, wenn man heute in den Himmel guckt, ist es echt wunderbar. Freuen wir uns, dass wir heute hier sein können. Wie haben denn die Gäste reagiert? Gab es viele Rückgaben von Karten? Gab es neue Bewerber, die sich dann nochmal Tische gekauft haben? Vielleicht kurze Zahlen, Fakten? Ja, also es gab tatsächlich beides. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, oh, an dem neuen Termin können wir
aber gar nicht. Was ist mit unseren Karten? Die haben wir zurückgenommen. Die Leute haben auch ihr Geld wiederbekommen. Und genauso haben Leute bei uns angerufen und haben gesagt, ach, für uns gar nicht schlecht. Wir können an dem neuen Termin und wir hätten zu dem anderen nicht kommen können. Von daher konnten wir die Karten auch wieder verkaufen. Ein paar Tische sind jetzt frei geblieben, weil das nicht bei allen gepasst hat. Das ist natürlich, bei so einer Verschiebung kommt das einfach vor. Ich denke, wir reden so ungefähr über 10 Tische, die dann frei geblieben sind. Damit müssen wir jetzt leben und können wir auch noch leben. Das ist vertretbar. Ja, das geht. Moni Werner, ich weiß, ihr macht euch immer eine Menge Arbeit im Vorfeld. Vielleicht mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie viel Arbeit steckt denn im Dinner in Weiß? Also heute Morgen sind wir um 8 Uhr angefangen und haben uns noch eben umgezogen und das war's. Also haben durchgearbeitet mit 6 Leuten und dem Bauhof noch, der hier fleißig die Tische gestellt hat und uns wirklich super unterstützt hat. Aber so im Vorfeld sind das schon so 6-8 Wochen immer mal wieder so ein paar Stunden, die man da dran setzt. Aber es lohnt sich, das haben die Gäste heute Abend bestätigt. Vielen Dank Miriam Ahrens und Monika Werner von Salzkotten Marketing, von der Stadt Salzkotten, für die tolle Organisation. 2000 Gäste hier an der Dreckburg, was will man mehr? Bereits um kurz nach 6 ziehen die ersten Gäste auf das Festgelände. Ganz in Weiß, versteht sich. Voll bepackt und voller guter Laune suchen sich die knapp 2000 Dinner-Teilnehmer schnell ihre Sitzgelegenheiten. Tische und Bänke werden gestellt. Alles, was auf den Tisch kommt, muss von den Feinschmeckern selbst mitgebracht werden. Eine weiße Tischdecke, schicke Accessoires als Deko und natürlich die selbst zubereiteten Speisen. Ein entspannter Abend kann beginnen. Herr Bürgermeister, schön, dass wir wieder zusammen sind beim Dinner in Weiß. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich könnte mir vorstellen, dass das Dinner in Weiß ja einer der angenehmeren Termine im Jahreskalender ist. Ja, das kann man so sagen. Man hat ja viele Termine als Bürgermeister, aber das Dinner in Weiß möchte ich nicht missen. Ich habe schon gehört, es gab auch schon ein kleines Unglück am heutigen Abend. Hashtag Weißwein macht keine Flecken hat Frau Ahrens von der Stadt gepostet auf Facebook. Können Sie diesen Hashtag mal erklären? Ja, man lernt ja jeden Tag aufs Neue dazu. Das ist ja auch das Schöne am Bürgermeister-Dasein. Ich saß nichts ahnend im weißen Dress dann auf dem Stuhl, als sich ein volles Glas Weißwein über meine Hose ergoss. Und ich muss feststellen, Weißwein gibt keine Flecken. Das ist eine Erkenntnis, die sollte man auch der Nachwelt dann zur Verfügung stellen. Auf jeden Fall. Eine Erkenntnis des heutigen Tages ist aber auch, dass Sie nicht Ihr schönes Jackett tragen wie im letzten Jahr. Da hatten Sie einen komplett weißen Anzug an und wollten sich ja auf dem Traumschiff bewerben. Und in diesem Jahr ist es ja so, dass Sascha Hehn die Kapitänsbinde abgibt. Das heißt, Sie hätten jetzt die besten Chancen. Warum also kein Jackett? Ja, ich habe nächste Woche Bewerbungsgespräch und ich wollte nicht Gefahr laufen, dass das Jackett irgendwie Schaden nimmt. Von daher habe ich heute die Variante ohne Jackett gewählt. Ja, und Weißwein gibt ja keine Flecken, also von daher dürfte dem nichts im Wege stehen. Alles richtig gemacht. Dann auf die Bewerbung und auf einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Doch nicht nur Bürgermeister Uli Berger kann das Fest in vollen Zügen genießen. Überall herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Nicht zuletzt dank der Live-Musik, handgemacht und mundgeblasen. Da springt der Funke schnell über. Wir haben uns durch den Dschungel der Köstlichkeiten geschlagen und viele nette Leute getroffen, die eine ganze Menge zu erzählen hatten. Ja, mittlerweile bin ich am ersten Tisch eingetroffen. Franco schenkt jede Menge Weißwein aus. Es gibt leckere Würstchen, es gibt Käse. Was ist denn das Highlight kulinarisch gesehen bei euch am Tisch? Kulinarisch gesehen, ich würde sagen, die mexikanischen Knallgurken. Knallgurken? Ja, angebaut in Salzkotten. Aber ich kann sie auch mal so. Sind auch Party-Snackgurken. Sehen wie Melonen aus, schmecken aber wie Gurken. Ja, die würden wir doch gerne mal probieren. Warum heißen die Knallgurken? Knallen die im Mund? Pass mal zu. Über den Geschmack lassen streiten, aber der Effekt zählt, ne? Das wollten die Zuschauer unbedingt auch einmal sehen, wie es bei mir im Mund knallt. Jetzt müsst ihr mir erstmal verraten, was ihr denn für eine Partygesellschaft seid. Wir sind die Franz-Kramer-Straße hier aus Salzkotten. Wir sind Nachbarn. Nachbarn. Und dann habt ihr euch gedacht, heute Freitagabend, wir haben alle nichts vor, dann kommt ihr einfach mal zum Dinner in Weiß. Ihr hattet es ja auch nicht ganz so weit. Wir hatten es total nah und wir sind auch schon das zweite Mal dieses Jahr zum Dinner in Weiß, weil wir das erste Mal direkt bei den Nachbarn waren, als es ausgefallen ist wegen Sturm. Ja, wegen Gewitter. Sturm Friederike kam ein bisschen früher.
Heute ist natürlich Sturm und Gewitter. Ich sehe ganz viel bei euch. Waffeln. Speckwaffeln. Was hat es denn mit den Speckwaffeln auf sich? Die habe ich gebacken und die sind beim ersten Mal, also bei der Premiere, super angekommen. Deswegen musste ich die heute wieder backen. Ein Geheimtipp für die 2 Millionen Zuschauer, die jetzt live beim Selzer TV zugucken? Geheimtipps verrate ich nicht. Also normaler Waffelteig, Speckwaffeln. Musste probieren. Muss ich probieren. Gut, ich versuche jetzt mal im Sinne von Alfred Biolek herauszufinden, was da drin ist. Mit Dip. Hörst du noch mit Dip. Mit Dip. Schmeckt uns eklig. Schmeckt uns eklig? Nein, ist nicht eklig. Der Dip ist die Geheimzutat. Das ist mein Sohn. Merke ich gleich. Mhm. Also in der Franz-Kramer-Straße weiß man einfach, was schmeckt. Auf jeden Fall. Absolut. Ja, so ist das beim Dinner in Weiß. Man trifft auch auf Vagabunden. Ihr habt keinen festen Wohnsitz. Ja, genau, stimmt. Das heißt, ihr zieht hier von Tisch zu Tisch, ja, und greift an jedem Tisch das Beste ab? Oder wie stelle ich mir das vor? Wir gucken erstmal, wo unsere Nachbarn hier überall sind. Da vorne, hier. Die sehen wir nur einmal im Jahr. Und das ist dann nur hier oder zu Hause. Habt ihr euch schon gut durchgefuttert? Ja, wir sind schon randvoll. Ja? Ja gut, keine weitere Nachfrage. Sie ist randvoll. Das lassen wir mal so stehen. Ja, tschüss. Ohne Hut läuft an diesem Tisch gar nichts, deswegen habe ich mir ganz schnell mal eben von Sonja den Hut geklaut, weil Sonja sich heute weigert, einen Hut zu tragen. Warum das denn? Steht dir viel besser. Das sagen sie alle, aber wenn ich mich so bei euch umgucke, ihr habt ja einiges aufgefahren. Also ich sehe hier ganz leckeren Nachtisch, Früchte mit Schokolade dekoriert. Was ist denn das absolute kulinarische Highlight bei euch am Tisch? Das hier. Was Flüssiges? Was Flüssiges. Ganz was? Lecker Rhabarberschnaps. Ja, dann würde ich sagen, auf das Dinner in Weiß. Ihr dürft gerne einmal anstoßen. Prost. Prost. Samuel, wie alt bist du? 10. 10 Jahre. Und du bist einer der Jüngsten hier beim Dinner in Weiß. Macht dir das eigentlich Spaß oder sind hier zu viele Erwachsene? Also ich finde es ganz toll, weil ich hier einfach rumrennen kann und gucken kann, wie es hier so ist. Ich habe mal gerade so ein bisschen auf den Tisch bei euch geguckt. Ihr habt ja ganz, ganz viel zu essen dabei, ne? Was hat denn am besten geschmeckt? Irgend so welche Pizza-Röllchen da mit Chili. Oh, und hast du alle gemacht? Ja. Super, gibt's noch einen Nachtisch? Gibt's einen Nachtisch? Kuchen. 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 Okay, wir essen jetzt noch ein bisschen Kuchen, der Samuel und ich. Und wenn wir fertig sind, dann ziehen wir weiter zum nächsten Tisch. Alles richtig gemacht und liebe Zuschauer, Sie sehen, ich bin heute Abend einfach mal machtlos. Mir wurde das Mikrofon entrissen, jetzt wurde ich interviewt. Aber das sind die Fragen für den Bürgermeister und für die Stadt, also die kann ich nicht beantworten. Warum sollte man unbedingt zum Dinner kommen? Ja, also Lektion 1, das Mikro erst, den Mund halten. Achso, Entschuldigung. Also wir üben das nochmal, aber Nachwuchsreporter gibt es in Salzgotten auf jeden Fall. Und wenn nicht, machen wir nächstes Jahr mal ein Casting hier oder so. Eigentlich müsste an diesem Tisch gesungen werden, denn die Anna neben mir feiert heute Geburtstag. 17 Jahre wird sie, man sieht es ihr gar nicht an. Du hast deine ganze Freundin mitgebracht. Wie ist denn die Stimmung bei euch? Ganz gut eigentlich. Also wir haben alle Spaß, freuen uns schon, wenn die Musik vorbeikommt, ne? Dann kriegst du bestimmt ein Ständchen. Wie lief das jetzt bei eurer Geburtstagsparty? Musstest du alles mitbringen oder wurdest du eingeladen und die Freunde haben quasi die Geburtstagsparty für dich organisiert? Also Getränke und den Tisch habe ich besorgt und das Essen haben meine Freunde mitgebracht. Ja, haben uns ein bisschen aufgeteilt. Das finde ich super. Also wer solche Freunde hat, der hat alles richtig gemacht im Leben. Wir wünschen auch nochmal alles Gute zum Geburtstag und ziehen dann zum nächsten Tisch weiter. Beim Dinner in Weiß gibt es auch tatsächlich richtige Majestäten anzutreffen. Deswegen wachse ich gerade so ein bisschen über mich hinaus. Ich muss mich ja auch ehrenvoll verhalten, wenn ich schon mit einer richtigen Königin am Tisch sitze. Aber es ist leider nicht die Königin aus England, aber dafür die Königin aus Ferne. Aber was ist schon die Königin von England, wenn man die noch Königin von Ferne am Tisch hat, muss man ja sagen. 4 Wochen darfst du noch regieren. Genau. Ist das jetzt quasi so euer Saisonabschluss, euer Schützenfestabschluss hier am beim Dinner in Weiß? Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben die Männer heute zu Hause gelassen. Wir haben uns heute gedacht, wir machen mal nur einen Mädelsabend und wir genießen auf jeden Fall die letzten 3 Wochen. Das war, also das Jahr ist super schnell umgegangen, aber es war ein fantastisch schönes Jahr. Sitzen die Männer jetzt bei euch im Garten und grillen oder was machen die oder gucken die Fußball? Also ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich irgendwo im Garten sitzen und Bier trinken und wahrscheinlich Fußball gucken und deswegen machen wir uns hier eine schöne Runde. Jetzt bin ich bei den Jungschützen gelandet und die sind mit einem großen Gefährt angereist. Florian hat den Wagen gebaut. Florian, dieser Wagen kann einiges. Ja, erstmal, ich habe den nicht alleine gebaut. Wir waren natürlich mehrere. Darf man nicht vergessen. Ja, wir haben natürlich
eine Batterie angeschlossen, haben dann Radio angebaut, Boxen. Hier haben wir was Wichtiges, und zwar Kurvenschnaps. Jedes Mal, wenn wir mit dem Bollerwagen eine Kurve fahren, fängt das Blinklicht an zu leuchten. Haben vorne einen Lautsprecher eingebaut, der dann eine Sirene losgibt. Und dann wird erstmal ein Kurvenschnaps getrunken. Das heißt, der Vatertag-Ausflug, der ist durchgeplant, da geht's rund. Geplant, ja, und man weiß auch schon, wie der ausgeht. Meistens nicht gut. Ja, bei der Tanzgarde, da geht's immer gesellig zur Sache, da geht's immer rund. Jedes Jahr gibt es auch hier den obligatorischen Schnaps. Luisa, dieses Jahr habt ihr wieder was Eigenes kredenzt. Genau, das ist ein Erdbeerschnaps. Den haben wir selbst gemacht. Passend zur Saison. Die Karnevalssaison ist ja gerade vorbei. Ihr seid wahrscheinlich schon in den Vorbereitungen für die nächste Karnevalssession. Kannst du schon ein bisschen was erzählen? Ja, wir haben schon mit dem Training angefangen und der erste Tanz sitzt soweit. Und mit dem zweiten fangen wir jetzt bald an. Du kennst mich ja, ich bin natürlich immer tierisch neugierig. So ein Hinweis auf das Thema? Leider wissen wir es selber noch nicht. Okay, Hauptsache der Tanz ohne Thema sitzt schon mal, aber wir sollten jetzt auch nicht... Die Trainerinnen wissen das Thema natürlich schon, wir noch nicht. Ach so, aber weil ihr immer so viel plaudert, dürft ihr es auch nicht wissen. Genau. Genau. Okay, wir sollten auch jetzt einfach nicht weiter plaudern, sondern einfach nochmal eben das Glas heben auf die Tanzgarde, und ihr habt ja euren eigenen Schlachtruf, und ich würde sagen, ich will euch nicht unterbrechen, dann einmal bitte... Auf die Tanzgarde, ein dreimal kräftiges Mariechen! Tanz! Mariechen! Tanz! Mariechen! Tanz! Stößchen! Die Hedwig-Dransfeld-Straße ist auch hier vertreten. Hedwig-Dransfeld-Weg. Weg. Ja, Weg oder Straße, meinetwegen auch Allee. Also der Ort der guten Nachbarschaft ist ja auch versammelt, der Hedwig-Dransfeld-Weg. So, wir wollen es auch einmal korrekt sagen. Du bist ja ziemlich mutig, wir sind ja in der Vorrunde ausgeschieden, trotzdem hast du dich heute im Trikot hergetraut. Trauerst du dem Fußball ein bisschen hinterher? Nein, heute Abend bin ich eigentlich ganz froh, dass wir ausgeschieden sind und man nicht wählen muss, Fußball gucken oder hier zu sein. Von daher... Wie hättest du dich entschieden, wenn Deutschland heute gespielt hätte? Da meine Frau das wahrscheinlich sieht, sage ich, dass ich wahrscheinlich hier hingegangen wäre. Selbstverständlich. Es ist ja auch schon Tradition, dass ich liebgewonnene Freunde besuche beim Dinner-Einweis, so wie meine Lieblingsbäckerei-Fachverkäuferin von der Bäckerei Lange-Filiale im Heda-Center. Christine sitzt neben mir, hat eigentlich immer gute Laune und heute besonders viel gute Laune, weil sie heute die Backwaren anpreisen darf. Aber wenn ich mich so umgucke, ihr habt auch anderes mitgebracht und nicht nur was Gebackenes. Ja, viele schöne Sachen, die Kolleginnen zu Hause hergestellt haben. Es war ja ein bisschen knapp, ihr habt bis 8 Uhr die Filiale aufgehabt, ihr musstet euch richtig ransputen, dass ihr die Filiale sauber habt, ja. Theke ausgeräumt habt und dann noch hier seid. Nein, wir haben gute Kolleginnen von woanders, die uns da ein bisschen unterstützt haben. Wenn man jetzt so unter Kolleginnen zusammensitzt an einem Abend, was sind denn so die Themen, über die man dann redet? Ja, die Kunden ist doch wohl logisch. Ich habe gehört, es gibt auch nette Kunden. Ganz viele, ja. Da ist alles okay. Ich gehöre da nicht zu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Applaus mir gilt oder... Wahrscheinlich mir. Gehe ich von aus. Du hast ja eben so vorlaut gesagt, es gibt Menschen, die machen alles, um ins Fernsehen zu kommen. Ja. Du. Ich? Ich hoffe, das wird rausgeschnitten. Ich mache. Das ist heute eine Live-Sendung. Wir sind seit 2 Stunden live zu sehen und wir schneiden gar nicht mehr. Gott sei Dank haben wir zu Hause nur eine Schüssel und kein Kabel. Wir können das gar nicht empfangen bei uns. Ja, dann empfehle ich unsere Internetseite. Ich sage sie auch noch mal gerne für alle, die es nicht wissen. www.selzer.tv. Sind Sie immer brandaktuell informiert über Salzkotten und Umgebung. Herr Wachtmeister. Eine nicht angemeldete Veranstaltung in Salzkotten. Mal wieder. Fast 2000 Menschen hier an der Dreckburg. Ich denke, das können Sie nicht akzeptieren. Ich glaube, das muss ich akzeptieren. Schauen Sie sich doch mal um. Wenn ich jetzt Nein sagen würde, was würde passieren? Verraten Sie es mir. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde gelyncht. Das heißt, heute drücken Sie mal ein Auge zu und wir dürfen einfach weiter feiern. Ich glaube, ich drücke alle beide Augen zu. Und so kommt es dann auch. Dank friedvoller Gäste steht einer lauen, langen Sommernacht nichts im Wege. Liebe Zuschauer, ist das traumhaft. Ich glaube, es gibt fast keinen Platz in Salzkotten, der noch idyllischer ist als hier an der Dreckburg. Man hat mal wieder alles richtig gemacht, was die Platzauswahl angeht für das 6. Dinner in Weiß in diesem Jahr hier an der Dreckburg in Salzkotten. Wir freuen uns schon jetzt auf die 7. Ausgabe Dinner in Weiß 2019, wo auch immer es sein mag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda-Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.